Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Hearthstone und wir spielen im Ranked auf Bronze 4 gegen einen Jäger, der sehr viel Jäger gespielt hat. Und wir spielen den Verstohlenheitsschurken wie die letzten Folgen. Einziger Unterschied ist, dass wir beim Geheimgang Probleme bekommen könnten, denn die Karte wurde gefixt, genervt. Statt 5 bekommt man nur noch 4 Karten. Aber es soll uns erstmal nicht stören. Bei unserem weiteren Weg nach oben. Nächste Runde können wir Karten ziehen. Denke, Karten ziehen ist ganz angebracht hier. Ein grausames Schicksal wartet im Stall. Viele Kopfnüsse schon mal. Er geht nur ins Gesicht, oder? Ja. Okay. Gut, jetzt brauchen wir kurz mal nachdenken. Ich brauche auf jeden Fall die Waffe hier, sprich ich mache ihn kaputt. Leg die Waffe an. Dann machen wir das mal so. Nächste Runde haben wir sie hier, um den Vierer herbeizurufen. Oder noch besser, Dr. Krastinov, um unsere Waffe zu pimpen. Bin ich jetzt mal gespannt. Wird er noch meinen Diener wegmachen? Nein. Ja, genau, dann machen wir das so. Könnte ihn aber auch durch die Hand zurückgeben. Und mit Ausweiten mehr Damage drücken. Ich glaube, das ist aber wichtiger. Seht es als Hausbesuch an! Schwester! Das Hackebeil! Will ich ihm seine Möglichkeit geben hier? Ja. Stellt euch euer Schicksal! Los geht's! Somit hat er die verpflichtende Möglichkeit, bis am 1-1 die 1 wegzumachen, logisch. Das sind doch nur große Vögel. Oder mit seiner Heldenfähigkeit. Er könnte mein komplettes Board aufräumen, aber das wird, glaube ich, für uns reichen können. Okay, ruhig bleiben. Haben wir gewonnen, wir haben 8 Damage, 12. Darf ich bitten? Ein einfacher Zauber genügt. Wir wollen ja eigentlich hier nochmal schauen, dass wir... Warte mal, wie viel Damage hat er gemacht? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muss top decken. Können wir machen. Wir können Ausweiten noch benutzen, können wir nächste Runde aber auch noch. Wenn ich ihn jetzt halt quasi hier... wegmache. Stellt euch eurem Schicksal! Würde mal behaupten, es ist eigentlich schlauer, das Board noch wegzumachen ein bisschen. Bei einem Damage. Ich muss mich bald entscheiden. Dieser Diener hat bereits an. Los geht's. Man muss top decken. Sonst ist er down. Geheimnis. Er wird ins Gesicht gehen. Müsste genau 9 haben, oder? Wenn er jetzt natürlich genau 10 hat, sind wir tot, wenn es die Springfalle ist. Nein. Ja, definitiv wollen wir hier die Karten tauschen. Einen wegmachen. Stellt
Sprengfalle natürlich. Hätte ich den 1-3er nicht weggemacht, hätte er gewonnen gehabt. Weil er die Sprengfalle getopdeckt hat. Krass. So war es knapp. Und haben einen glücklichen Sieg eingeholt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, die jetzt gleich weitergeht. Sorry. Bis zum nächsten Spiel. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder mit dem zweiten Match. Vielleicht ein Mirror-Match gegen Valera. Bronze 3 sind wir aufgestiegen. Das geht ja momentan relativ schnell. Will ich da irgendwas behalten von? Die Waffe? Nein, eigentlich nicht. Ohne Münze. Also eigentlich haben wir schon einen fetten Nachteil, als Schurke nicht die Münze zu haben. Beziehungsweise sie als Schurke schon. Dann müssen wir klarkommen. Dazu ist unser Starthand scheiße. Also kann nur gut werden. Wir topdecken auch nichts. Ja. Die Freude ist ganz meinerseits. Nichts da. Die Freude ist meinerseits. Haben sie auch geändert. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann haben sie es geändert scheinbar. Los geht's. Zweite Runde einen Dolch anlegen und ins Gesicht. Das war nicht so der Plan. Vor allem, weil ich nächste Runde wieder nichts spielen kann. Da kommt die beste Combo, die man als Schurke haben kann. Eine Münze. Ja, gefällt mir. Guter Topdeck. Sehr, sehr gut. Dadurch habe ich die Zeit gut überbrücken können. Okay, geht auf Lakaien. Interessant, also interessant. Lillian. Ich rede nie, aber ich sage nie die Wahrheit. Dieses Deck haben wir schon mal gehabt. Da haben wir sehr, sehr lucky, glaube ich, sogar gewonnen, wenn ich mich erinnern kann. Überlege, ihn zu spielen. Plus die Kombo-Waffe anzulegen. Es muss. Also bitte. So, weg damit. Gebt mir eine Quest. Nicht schlecht. Ja. Mach den richtigen, come on. Ja, ist okay. Ja, das heißt, ich nehme auf jeden Fall. Warum möchte ich ihm kommen? Ist ja lustig. Ja, das hätte jetzt sowieso irgendwann sein müssen. Ich überlege gerade, ob ich jetzt auf maximal Nähe komme. Erstmal testen wir die Sprengfalle. Wenn, dann möchte ich ihn auf die Hand bekommen. Natürlich die Sprengfalle. Ah, mit der Sprengfalle habe ich es heute nicht. Also ich glaube, in jedem Match, egal gegen wen, bekomme ich die Sprengfalle als zufälliges Geheimnis irgendwann mal gegen mich. Das ist halt gegen mein Deck absolut beschissen. Aber kein Problem. Sieht ja momentan ganz witzig gut und für uns aus. Ihre Keykarte, den rastlosen Abenteurer, haben wir schon mal schön auf die Hand zurückgegeben. Der ist schon mal weg. Okay.
War jetzt auch nicht so schlecht gezogen von ihr. Ja, das Spiel ist nicht hundertprozentig auf meiner Seite, merke ich. Also mit der Sprengfalle, mit da hier was, also mit den Geheimnissen, die er bekommen hat, mit dem Magierzauber gerade eben, ist das Spiel nicht so ganz auf meiner Seite. Aber jetzt hat, wenn sich auch nicht das Blatt. Ihr seid mir direkt in die Falle getan. Ja, das ist okay. Das ist okay. Könnte jetzt hat. Dir eh nicht viel. Der wird eh weggemacht werden. Könnte ihn gleich vernichten. Könnte ich eigentlich gleich machen. Nächste Runde dann die beiden spielen. Das klingt gut. Los geht's. Bisschen aufs Board fokussieren. Ist sicherlich auch nicht so schlecht, vor allem mit meiner Hand hier. Die beiden spielen. Dann habe ich hier nochmal 6 Einser, einen 10 Einser, der ins Gesicht geht. Zeit für ein bisschen Magie. Da schreckt mich jetzt erstmal nicht so ab. Haben wir auch noch auf der Hand. Da ist es kein Problem. Magie. Frage ist das das mit dem Zauber, dass sie wieder 2 Karten zieht? Ich nehme an, ja. Kümmert euch um sie. Kann mir aber egal sein. Ist es nicht, okay. Ja. Kopfnuss. Kombo mit dem Säbel. Ausweiden. Würde gerne mal testen. Es reicht so oder so nicht. Dann würde ich eher auf die Waffe bauen. Als auf Ausweiden. Ja, bringt jetzt nicht wirklich viel. Mit den Karten. Ich glaube, das müsste unser Spiel sein. Sie hat schon 2-mal Geheimgang gehabt, das kann sie nicht retten. Ja, okay. Kann sie einen Diener wegmachen. Den Hakenkrummsäbel haben wir gehabt. Hat aber eher ihn hier weggemacht. Das verstehe ich nicht ganz. Achso, sie macht damit ihn weg. Ja, gut. Mein Geheimgang. Die bräuchte was meine Waffe vernichtet und ihn hier. Wobei sie kann der da drauf. Ah, nur noch meine Waffe vernichten oder einen Spott. Aber ich glaube, das hat sie nicht im Deck. Zauberstäbe zu Zauber. Ich glaube, ich habe keinen Magierzauber. Höchstens die Frostnova, weil das bringt mir auch eher. Also 3 Mana auch. Einen zufälligen Magierzauber auf die Hand. Gut gespielt. Aber es jetzt mal versucht, wenigstens. Aber das ist unser Sieg gewesen. Und deswegen, Leute, würde ich sagen, wir haben jetzt den Kartenrücken. Und schaut beim nächsten Mal mit rein. Und haut rein.